So, wir sind mal wieder auf Sendung. Heute ist Sonntag, der 22. Mai. Morgen. Und guten Morgen. Und wir sind schon sehr früh wach heute, weil uns ein Ereignis bevorsteht. Sag doch mal, Stefan, was machen wir denn heute? Naja, wir wollen ja jetzt hier den Trollhätte-Kanal hochfahren, ja. Um zum Vänern zu kommen. Mhm. Und da ist hier diese Brücke im Weg. Die ist zwar 12 Meter hoch, aber wir brauchen eher 14. Richtig. Und deswegen müssen wir jetzt hier die Öffnung der Brücke anfordern. Das hatten wir auch schon gemacht, ja. Und zwar schon gestern Abend über Funkkanal 9. Ja. Und der Herr sagte uns, wir sollen 9.45 Uhr können wir die Öffnung passieren. Und da waren wir auch da. Genau, wir waren pünktlich, also wir waren überpünktlich. Aber die Brücke öffnete sich nicht und dann hatte Stefan nochmal Funkkontakt aufgenommen. Und dann stellte sich raus, dass das wohl ein Missverständnis war, beziehungsweise heute eine andere Brückenwärterin. Und Papa, sie geht hoch. Ja, sie geht hoch. Und jetzt geht sie hoch. Und wir sollen schon dicht ranfahren, weil nämlich der Brückenöffnungspart sehr, sehr schnell vonstatten geht. Die haben jetzt extra für uns nochmal die Brücke geöffnet. Und sie schiebt sich so hoch, das ist ja irre. Meinst du, wir können schon? Es ist noch rot, Snooki. Ja, nochmal fahren. Ja. Aber jetzt können. Nee, bei grün erst, ja? Ne, bei grün, ja. Jetzt ist grün, ne? Nee, da ist doch nur rote Ampel. Ja, aber guck mal, da ist ein grünes. Das kenne ich, weiß ich jetzt nicht, was das zu bedeuten hat. Ja. Aber ich denke mal, jetzt können wir. Jetzt ist grün, jetzt ist weiß. Also. Okay. Wir haben jetzt Gas. Ja. Oder? Ja, jetzt ist. Ja, weiß ich auch nicht. Ich denke, wir können. Ja? Ja, jetzt hört sie auf. Jetzt ist. Ja, jetzt. Jetzt ist grün. Ja, jetzt ist grün. Super. Seht ihr die Ampel? Da ist grün für uns und jetzt können wir durch. Ja, das Problem ist, dass es, glaube ich, noch zwei weitere Brücken gibt, die ebenfalls für uns geöffnet werden müssen. Mhm. Ja, die sehen wir schon auf der Karte. Ich würde jetzt trotzdem erstmal hier die Brücke das beleuchten. Das ist ja auf jeden Fall. Und die ist auch relativ neu. Und man hat jedes Mal das Gefühl, dass man oben anstößt mit der Spitze, aber meistens klappt es ganz knapp. Ja, es klappt. Uiuiui. Aber das ist das. Oh, das sieht wirklich komisch aus. Uah. Wäre nicht schön, wenn die runterknallt. Ja, die ist relativ neu, ne? Mhm. Und dann kann man sehen, dass es da wieder einen Seglerhafen gibt, den hätten wir auch besuchen können. Und schon geht sie wieder runter. Ja. Vorsicht, du bist ziemlich weit rechts irgendwie. Fühlt sich so an, jedenfalls für mich. Was? Du bist so weit rechts. Ja, alles gut. Aber da kommt doch ein Ding. Bist du das? Ah, ja. Okay. Gut. Und zur Verständigung. Und da sieht man hinten noch diesen Utkicken. Der wird auch als Lippenstift bezeichnet, weil er so eine schräge, angespitzte Form oben hat. Sieht man jetzt von hier leider nicht. Aber da kann man rauf und auf Göteborg schauen. Ja, das war Göteborg. Noch mal schauen, ja, hier gibt es auch so eine Art Werft vielleicht, oder zumindest einen Hafen. Gut, wir melden uns später wieder. Ciao! Ahoi, Brause!